Wir sind hier wieder in der Guten unterwegs und wir sollen eine Queste folgen. Bring den Ordenssiegel zu Haitam. Hammamamamamam. Ja, machen wir noch. Zerschlagung des Ordens. Und das haben wir auf jeden Fall. Und vielleicht finden wir weitere Informationen von dem Kollegen, hallo, ne? Mal gucken. Wie jetzt? Ich kann das nicht. Ich kann nur das hier. Hier. Damit hat der Orden nun weniger Mitglieder. Ah, gut. Ich hoffe, du hattest nicht so viel Ärger deswegen. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Ich danke dir. Giftiger Schlag? Ach schon, das muss ich ja immer einsetzen, ne? Das ist ja sowas. Giftiger Fernangriff. Giftiger Schlag. Überziehe die Nahkampfwaffe in deiner rechten Hand mit Gift. Vergift Gegner. Oh, ja, ja, ja. Also, zuweisen, ne? Ja. So. Muss gehen. Dann gehe in Frieden. Okay, also zuerst den oder den und dann raufhauen. Alles klar, verstanden. Das muss ich wahrscheinlich wieder aktivieren. Und das hat einen Cooldown. Oh, hat einen Cooldown. Toll. Zum Ausprobieren reicht alles andere nicht mehr. Hä? Wie lange hat das einen Cooldown? Ist ja echt doof. Also, ja. Doof halt schon. Cool, ich kann die Angriffe machen. Bringt zwar, glaube ich, nicht viel, aber... Die Puppe ist jetzt tot. Da kann jetzt keiner mehr kommen. So. Wie viel braucht denn das hier zum... Sei gegrüßt. Bauen wir dir... Ja, brauchen wir jetzt nicht viel, aber wir haben Stufe 3 erreicht. Neuankömmlinge, ob Valka unter ihnen ist? Wo, da unten, ne? Wo denn? Da unten. Beim Boot. Ansonsten sehe ich hier gar nichts. Eivor, wie schön, dich hier zu sehen. Meine Güte, es fühlt sich nach einer Ewigkeit an. Valka, liebe Valka, du bist mir sehr willkommen. Geht es dir gut? Besser als gut. Ich bin hier. Und deiner Mutter? Meine Mutter hat ihren Frieden gefunden. Sie wandelt von nun an durch eine Welt, die man nur in Träumen sieht. Das können wir uns alle nur wünschen. In der Tat. Komm. Wie war die Reise? Belebend. Die Wellen und der Wind waren uns von Beginn an gewogen. Wir flogen wie die Vögel der See. Und wie geht es dir? Trotz deines ruhigen Blicks sehe ich ein wärmendes Leuchten in deinen Augen. Vielleicht ist es Hoffnung. Unsere Siedlung wächst, die Menschen sind glücklich. Und ich freue mich auf die Zukunft. Und deine Visionen? Sie kommen und gehen. Aber lassen wir das. Lass mich dir mit deinen Sachen helfen. Hier lang. Wir haben am Fuß des Hangs einen Platz für dich gefunden. Auf unserer Reise habe ich immer wieder versucht, mir diesen Ort vorzustellen. Und kommt er dem nahe?
Ich sah die Bäume und das Wasser und den steinigen Hügel, aber es ist alles so viel grüner. Die Farben sind herrlich und beruhigend. Ein Segen für meine Augen. Ich wusste gar nicht, dass wir hinten auch noch einen Getreidehof haben. Das ist ja... Weißt du, ich habe die Bäckerei gebaut, aber den Bauernhof noch nicht. Ich bin ja ein guter Hengst hier, ne? Im Stall. Ich bin ja wirklich doof. Valka! Bei den Göttern, was führt dich hierher? Ich hoffe, auf der Siedlung liegt kein Fluch. Ha! Gestraft ist diese Siedlung allein mit einem rüpelhaften Schmied. Nicht oft reist man über das Meer und findet am Ende ein Zuhause. Es ist überwältigend. Es sprüht vor Leben. Siehst du große Dinge in unserer Zukunft? Ich muss es nicht sehen. Ich fühle es in meinem Herzen. Ja, warum nicht, ne? Bist du es, Valka? Du hast dir aber Zeit gelassen. Ich wollte sicher gehen, dass alles bereit ist. Wir müssen reden, Randvi, sobald ich ausgepackt habe. Wenn mir vorher nicht die Arme abfallen. Was ist das alles? Meine schwersten Zutaten natürlich. Blei, Walknochen, Gold. Spann sie nur für deine Arbeit ein. Das wird dir gut tun. Du hast viele Menschen hierher geführt und an dieser fremden Küste ein neues Leben aufgebaut. Bist du zufrieden? Ja. Zu wissen, dass ich diesen Ort aufgebaut und die Menschen geschützt habe, ist ein Geschenk. Deine Antwort bezieht sich vor allem auf dich selbst. Das sagt mehr über dich, als du vielleicht denkst. Na, warum halt nicht, ne? Also, funktioniert halt auch irgendwie. Guten Tag. Wer war das denn? Octavian. Ein seltsamer Mann. Du wirst ihn sicher mögen. Siehst du? Dein Zuhause ist gleich da vorn. Erzähl mir von deinen Visionen. Sie sind, wie sie immer waren. Bis darauf, dass sie sich klarer anfühlen, hat sich nichts verändert. Mit jeder Vision fühlt sich das, was ich sehe, weniger nach einem Traum und mehr nach Erinnerungen an. Und erscheint dir noch immer der Allvater? Manchmal tut er das, ja. Er redet mit mir, aber das laut auszusprechen, fühlt sich verrückt an. Ich verstehe. Du kannst die Sachen dort abstellen. Danke. Dort, also vor deiner Hütte, ne? Oder ein bisschen in deiner Hütte. Und da wären wir. Schön, wie du es sagtest. Sobald ich mich eingerichtet habe, können wir uns deinen Visionen zuwenden. Valka, bitte. Du wurdest berührt, Eivor. Du empfängst göttliche Botschaften. Lass mich dir helfen. Vielleicht könnten wir mit einem Trank die Tür deines Geistes zum Reich der Götter öffnen und deine Visionen vom Nebel befreien. Wenn du denkst, dass es hilft, ich kann dein Haus alleine bauen. Gib mir nur etwas Zeit. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Eivor. Natürlich. Und willkommen zu Hause. Mal gucken, wie viel Dinge brauchst denn hier? 800, boah. Da würde ich eher wieder Fertigkeitspunkte verteilen. Und wir müssten wirklich irgendwie... Ja. Muss ich das hier machen? Ach so, das ist das Ende hier. Ich muss hier lang. Oh, scheiße. Okay. Noch 3 Level. Also bitte 3 Dinger. Nahe Quests. Ja, ich kann es halt nicht. Da muss ich zuerst wieder ein bisschen rauben, plündern und Co. Und weiß nicht. Wenn wir mal mit dem Schiff unterwegs sind, oder jetzt, wenn wir jetzt mit dem Schiff unterwegs sind, ob da irgendwas dann. Ob wir irgendwas können, ne? Ob da irgendwas geht. Und das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt mal mit unseren Kollegen da ein bisschen rum und holen uns Dinge. 100 Punkte. Gar nicht mal so schlecht. Und guck mal hier, was wir können. Wir können hier
Das ist so süß. Oh, wirklich süß. Aber der Hund, der spricht nicht. Also, er hat keinen. Ne, gut, Hunde sprechen nicht. Aber er hat keinen. Ja. Der bellt halt nicht. Und das ist irgendwie komisch. Weil jetzt folgt er mir. Will er einen Krieg mit mir ziehen? Sag mal. Abfahrt. Die Frage ist halt, wodurch? Sollen wir mal hier einfach noch hier lang gehen? Wir können ja eh immer Dinge tun. Wir können das Segel nicht setzen. Ja, das ist mir auch klar. Zeit für ein Lied. Hä? Ich habe gesagt, lustvoll. Hier müssen wir an die Ruder. Jetzt Segel setzen! Die Frage ist nur, ob wir hier irgendwo... Segel runter! Ich frage mich, ob wir da, ob wir das hier mitnehmen können. Ob das einfach nur ein Boot ist oder ob hier... Hier ist ja Material drauf, ne? Wir können nur die Führung übernehmen, aber... Nein. Das ist kein Material, das ich hier mitnehmen darf. Das ist aber nur Material, das da auf dem Boot rumsteht, das eigentlich nichts zu bedeuten hat für uns von der Wichtigkeit her. Segel! Nur wissen. Ja, wir gehen auch hier lang. Mal gucken. Wir wollen ein bisschen plündern. Da hinten ist schon was. Das haben wir aber schon, ne? Das haben wir schon ausgeplündert hier. Das ist halt, da waren wir schon. Ich versuch mal rauszufinden, wir zusammen jetzt, wenn wir das Ding noch einmal plündern, ob hier irgendwas noch funktioniert. Wir waren ja hier schon. Gut, da oben rennt halt der Kollege, ne? Okay, also es gibt die Kollegen immer noch. Oh, weg damit! Ich möchte aber nur noch wissen, bezüglich Cooldown, wie viel Cooldown das Ding hat. Hey! Wow! Wie lange dauert der Cooldown an? Das ist also die Frage, ne? Wow, also die sind hier wieder... wiederkommen, ne? Ich erwarte kein Paradies. So, raus hier und den Kollegen hier. Eins auf die Rübe geben, aber ich glaube, die Dinger sind schon hier geplündert, ne? Alles ist weg, glaube ich. Also die Großen hier sind schon weg, ne? Das ist irgendwie klar. Hallo? Danke sehr. Ich dachte schon, ich bin wieder... Ich backe hier wieder rum. Folgt mir nach! Das ist die Frage, ne? Ob wir das hier die ganze Zeit machen wollen oder ob es hier nicht sinnvoller ist, dass wir einfach weitergehen. Geduld ist keine Schande.
nächste hier. Zack. Und die Sache. Oh. Guck mal hier, der Kollege hat's wieder. Also ich hab's. Ey. Wir schaffen das. Der Herr gibt mir Stärke. Na, der Herr ist auch schon lange her, ne? Oh. So, nochmal. Nein! 16 Silber für einen Kollegen. Das ist einfach auch tot umgefallen. Mahlzeit plus 1. Warum auch nicht? Aber ich glaube hier wirklich, zweimal plündern bringt halt nicht viel, ne? Obwohl wir das nochmal können, bringt es nicht viel, weil wir können ja keine Vorräte holen. Dann würde ich sagen, Rückzug und raus da. Weil, was soll man hier tun? Macht ja eh nichts. Also bringt ja eh nichts, wenn wir die geplünderten Sachen nochmal plündern. Dem her, alles gut, wir sind dabei und ja, gehen wieder auf Schiffchen, ne? Aber die gehen kaputt hier, ne? Ja, das jetzt bestimmt nicht, aber ja, wir beten mal, ne? So, müssen wir uns mal gucken, wo wir dann als nächstes die Plünderung weiterfahren, weil wir können nicht geplünderte Dinge nochmal plündern, wäre halt doof.